Mia, willkommen zurück zu Deponia. Okay. Öltankklappe. Können wir vielleicht eine Fackel damit bauen? Mit der Zuckerwatte? Ja. Ich schätze mal, dass wir da dann irgendwas tun können. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Tja, schlecht. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Ja, das Passwort habe ich aber noch nicht. R-U-F. Das war's nicht. Das vielleicht. R-U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Tja, das weiß ich noch nicht. Das heißt, zur Plattform kommen wir erstmal noch nicht. Verdammt, jo. Funktioniert denn hier gar nichts? Dachte ich mir. Aber wir haben ja noch mehr zum. Ah, nein, der Putzschrank! Warte! Stopp! Auch wenn du es nicht mögen wirst, Rufus. Aber da ist noch was. Die Plattform sieht eher aus, als ob wir damit nach Rapture kommen. Die Seife ist dreckig. Ha! Was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Nimm trotzdem mit. Ein Mob muss doch zu irgendwas gut sein. Ich sehe einen potenziellen Sturzhelm mit Propellerantrieb oder einen Blumentopf für schnell wachsende Riesenranken. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Ja, oder wir putzen. Fehlt uns nur Wasser, ne? Muss nicht erst was in den Eimer? Ja, okay. Wasser oder so? Ja, ja. Hätte ja sein können, dass ich das schon tun kann, aber natürlich nicht. Und dann können wir damit sicherlich dieses dreckige Mosaikfenster schrubben. Okay. So, was gibt's noch zu erkunden? Ich konnte auch noch hier hinten irgendwo hin. Genau, zum Turm. Ab geht's. Eieiei. Ja, das Wasser sieht gut aus, da freue ich mich jetzt schon. Schnabelkuscheltier! Wie bescheuert. Ich habe auch. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Dank dem Entenmann habe ich auch eins. Sehr schön. Das erste Schnabeltier. Schaumig. So soll's sein. Also Kinder, ich hoffe, euer Wasser zu Hause sieht nicht so aus. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ach ja, eventuell. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. So. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Ich spare mir meine Telekinese. Jo, ich verstehe schon. Okay. Ich krieg schon wieder Hunger. Das heißt, das muss ich wahrscheinlich alles dann mit dem Kran irgendwann machen. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. Ich spare mir meine... Ja, okay. Ja, ihr habt mir geantwortet, dass ich die Sachen, die wir schon mal gehört haben, wegklicken darf. Das finde ich sehr lieb von euch. Schnabelkuscheltier. Moin. Ich spare mir... Ach komm, da kommst du auch dran. Ich spare mir... Ach, Rufus. Dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir das Fenster geschrubbt kriegen. So.
Dein Putzmann schön, wahrscheinlich zum ersten Mal in deinem Leben. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist! Der Wischmopp ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Ja, also müssen wir hier irgendwie dann Fackeln reinkriegen. So viel habe ich schon verstanden. Und ich frage mich... Huch! Mosaikstein. Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Sehe ich hier irgendwas? Da ist sowas kaputt. Noch. Sabalot, der Stein hält nicht. Kaugummi. Und nun? Yes. Und rauf damit. Ich brauche mehr Licht. Ach Mann, Rufus. Na gut. Ich weiß zwar noch nicht wie. Weil ich hiermit auch gar nichts machen kann. Und hier ist es super hell. And take it to the candy shop. Huch. Ja, wie machen wir Licht? Einmal den Fisch des Tages, bitte. So, du musst jetzt noch ein paar Sardellen essen. Ich hab noch. Hast du nicht? Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg. Okay, das ist da jetzt tatsächlich nicht auf. Ah, nein. Hier steht es zu Wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Jetzt habe ich leider weggeklickt, was er hätte sagen können. Wenn ich das nicht hier... Nein. Dann erzähl nochmal. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 Millimeter nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? What do we do? Ich brauche aber noch Zuckerwatte. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Ich bin sehr verwirrt. Maschine, mach... Ich hasse... Schon bin ich wieder an einer Stelle des Spiels, an der ich überhaupt nicht checke, was das Spiel gerne hätte. Wartet mal. Ist hier draußen irgendwas, wenn ich die Hebel bewege? Was, wenn ich quersumme? Nö. Okay, ich glaube, ich gucke mir jetzt mal kurz... Ich komm schon noch drauf. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Wahrscheinlich haben die einfach wirklich nichts zu bedeuten und ich check's halt nicht. Jetzt steht er auf Calzone. Ach so. Maschine? Ich hasse Geräte. Okay.
Das hier gab's schon mal. Was, wenn ich Quersummen bilde? Ja, ich bin immer noch hart verwirrt. Oh. Jetzt steht er auf Phosphor. Kann ich nicht Phosphor zum Leuchten bringen? Hol mir mal meine Zuckerwatte wieder. Das ist bestimmt so richtig, aber noch nicht fertig. You know? Of course you know. You are smart people. Hier steht, bei nicht verzehrt Zuckerwatte bitte ordnungsgemäß entsorgen. Ah, darunter ist ein Zwinkersmiley. Und ich dachte schon. Ich bin so hart überfragt gerade. Es geht trotzdem nicht, ne? Ist egal. Niemals. Die Schneise der Verwüstung hinter mir ist mein Geschenk an die Nachwelt. Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Alter, was soll ich hier denn tun? Ich krieg noch überhaupt nichts. Ich brauch mehr Schlangen. Ich hab noch. Ach ja, aber ist das ja auch nicht auf. Dann ist doch die. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Ja, dann nehmen wir jetzt mal den Phosphor. Kinder, macht das nicht nach. Phosphorzuckerwatte. Die willst du bestimmt nicht essen, aber ich versuche mal, was er mir erzählt. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Oh, er tut's doch. Okay. Dann kriege ich damit vielleicht Licht hin. Weil es ist ja so auch noch nicht fertig, oder? Pack das mal hier rein. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. That's what I thought. Aber wie tue ich das? Mit dem Öl? Nimm nochmal mit. Ich bin einfach so verwirrt. Aber es ist jetzt lustig, weil ich wirklich einfach noch nicht weiß, was das Spiel gerne hätte. Ich habe hier sonst auch nichts. Ich könnte... Nein, warte, der Turm war das gar nicht, oder? Das war doch hier weiter hinten. Genau. Mach mal auf. Stimmt, Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Okay, kriege ich kein Öl raus. Schade. Echt schade. Boah, ich bin so hart verwirrt. Was will dieses Spiel? Wir können uns jetzt gleich auf jeden Fall mal unsere Fackel basteln, wenn ich was rausfinde, damit ich es in Brand setzen kann. Geht bestimmt nicht. Krass, die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Scheiße. Okay, Leute. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber morgen werden wir das Schiff hier schon irgendwie schaukeln. Ah, ja. Was würdet ihr jetzt tun, wenn ihr es noch nicht definitiv wisst? Ach. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier morgen weitermache. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen entspannten Tag und wir sehen uns morgen wieder hier in Deponia. Bis dann.